Liebe Brüder und Schwestern, die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes, sie fragen sich, was das denn sei, von den Toten auferstehen. So ein rätselhaftes Wort, das Jesus ihnen da auf dem Berg der Verklärung sagt. Ja, so vieles haben sie noch nicht verstanden. So vieles, was sie dann später erst erkennen und verkünden werden. Jesu Tod am Kreuz und seinen Sieg über den Tod, seine glorreiche Auferstehung. Ja, Jesus, er ist dieses Sühneopfer für unsere Sünden. Der Vater gibt uns seinen Sohn. Er gibt uns alles in Jesus, in seiner Menschwerdung. Und Jesus gibt uns alles aus Liebe zu Gott, dem Vater, und aus Liebe zu uns. Er gibt uns sein Leben, seinen Atem, seinen Geist, vor allem auch seine Vergebung. Denn Jesus betet ja am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Ja, vergib allen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da wird diese unfassbare Liebe Gottes zu seinem Volk, ja, zu allen Menschen sichtbar, erkennbar. Der Vater schenkt uns Vergebung in seinem Sohn. Und ein Vorausbild dafür ist schon Abraham, der Vater unseres Glaubens sozusagen. Der Vater im Glauben, weil er bereit ist, auf diese Stimme Gottes zu hören, das zu tun, was Gott ihm sagt. In gläubigem Vertrauen ist Abraham bereit, alles zu geben, auch das, was ihm das Allerliebste in dieser Welt ist, seinen eigenen Sohn. Verstanden hat Abraham bestimmt nicht, warum. Aber dennoch, er war bereit, das zu tun, was Gott ihm sagte. Im Glauben, im Vertrauen darauf, dass Gott nur Gutes will, nur Heil schenkt. Ja, was für eine Prüfung für Abraham, was für eine Prüfung seines Glaubens, seines Vertrauens und seiner Treue. Aber er hat die Prüfung bestanden. Und Gott will ja nicht Menschenopfer. Er wollte ja nicht, dass er seinen Sohn schlachtet, aber er wollte den Glauben Abrahams reinigen, ja seine Liebe läutern, damit Gott wirklich das Zentrum seines Lebens sei. So wird Abraham zum Segen für alle Menschen, wie Gott es verheißen hatte, weil er auf die Stimme Gottes gehört hat. Ja, das ist das Wichtigste auch für uns. Die zentrale Aufforderung, ja, die zentrale Aufgabe auch für unser Leben, jeden Tag neu, dass wir hinhören auf die Stimme Gottes, auf das, was Gott uns sagt, durch die Heilige Schrift, durch das Evangelium, durch seine Gebote, aber auch durch seine Kirche. Hören wir hin auf das Wort Gottes, denn seine Worte sind Geist und Leben. Das ist unser Leben, dass wir dieses Wort Gottes hören und es beherzigen, dass wir es aufnehmen, dass wir darüber nachdenken und uns bemühen, es in unser Leben umzusetzen, es zu verwirklichen, wie Abraham, ja, und wie die Mutter aller Glaubenden, die Gottesmutter Maria, die Mutter des Herrn Jesus Christus. Sie ist ganz offen für dieses Wort Gottes. Sie ist uns Modell, Vorbild für dieses Hinhören auf die Stimme Gottes, für diese Offenheit, für seinen Willen, für seine Gnade. Und sie spricht ihr Fiat, ihr Ja, dein Wille geschehe. Ja, Maria, sie bittet für uns. Sie ist die Mutter der Kirche. Sie ist die Mutter dieses Vertrauens zu Gott, die Mutter und Königin des Fiat sozusagen, dieses Ja Gottes, dieses Ja des Menschen zu Gott. In der Offenbarung des Johannes lesen wir von einer Frau, die mit der Sonne bekleidet ist.
Ja, und diese Frau der Apokalypse ist Maria und mit ihr die ganze Kirche. Wir sind bekleidet mit dem Licht Gottes. Gott schenkte uns sein Licht schon in der Taufe. Er nahm die Dunkelheit der Sünde, der Erbschuld von uns. So dürfen wir in seinem Licht leben. So sagt Gott auch heute dem Einzelnen von uns: Ich bin für dich da. Ja, ist Gott für uns? Wer kann dann wirklich gegen uns sein? Gott ist der Allmächtige. Gott ist der Sieger über Sünde und Tod, über die Macht des Bösen. Wenn Gott mit uns ist, dann müssen wir letztlich nichts fürchten, wenn wir auf seine rettende Barmherzigkeit vertrauen, auf seine Liebe, die offenbar wird in seinem Sohn Jesus. Ja, und der Vater, er bezeugt auf dem Berg der Verklärung seinen Sohn. Und auch die beiden Vertreter sozusagen des alten Bundes, Mose und Elia, die auf dem Berg erscheinen, auch sie beglaubigen Jesus als den Messias, den Retter und Erlöser, für die Jünger, für die Apostel und auch für uns. Es gibt eine heilige Mystikerin, und ich glaube, sie ist eine wirklich große Heilige. Vielleicht haben Sie schon einmal ihren Namen gehört. Sie heißt Luisa Picaretta. Es ist eine Frau, die noch nicht selig gesprochen worden ist, aber deren Seligsprechungsprozess läuft. Sie wurde 1865 geboren und starb 1947, war ungefähr 60 Jahre bettlägerig. Und ihr hat Jesus sehr viel mitgeteilt. Sie schrieb so ungefähr 36 Bände im Laufe ihres langen Lebens, ihrer Krankheit. Und sie sagte uns, ja, im Namen des Herrn, auch dass etwas, das bis jetzt wahrscheinlich unbekannt war, dass zum Beispiel Adam vor dem Sündenfall im Paradies nicht nackt war, sondern er war bekleidet mit dem Licht Gottes. Ja, mit diesem Licht, mit dem auch Jesus auf dem Berg Tabor erscheint, mit diesem Licht, in dem der Sohn Gottes auf dem Berg der Verklärung erstrahlt. So wird er sozusagen zum neuen Adam und Maria zur neuen Eva, weil sie ganz Ja sagt zu Gott, zu seinem Willen, weil sie ganz frei ist von jeder Schuld, von jeder Sünde. So möchte der Herr auch uns neu bekleiden mit seinem Licht, die Nacktheit von uns nehmen, die Nacktheit unserer Sündhaftigkeit sozusagen, unserer Bosheit, damit wir Vertrauen haben zu unserem Vater im Himmel, damit wir bereitwillig auf ihn hören, in der Stille, im Gebet. Ja, nehmen wir uns wieder mehr Zeit fürs Gebet, für das Wort Gottes, gerade jetzt in diesen 40 Tagen der Vorbereitung auf Ostern. Und bitten wir Maria, die mit der Sonne bekleidete Frau, mit dem Licht Gottes bekleidet, die mit dem Licht Gottes bekleidet ist, um ihre Fürsprache, besonders auch im Rosenkranzgebet. Sie ist die Mutter der Glaubenden, sie ist die Mutter unseres Heiles, unseres neuen Lebens in Christus. Sie wird uns helfen, dass wir neu werden, dass diese Zeit der Buße, diese Fastenzeit, eine Zeit der Gnade für uns ist. Eine Zeit, wo wir wieder neu entdecken, dass Gott unser wahres Leben und die Quelle unseres Heils, unserer Freude ist. So beginnt Auferstehung schon hier und jetzt. Es beginnt schon hier dieses ewige Ostern und der Herr erfüllt uns mit seinem Geist, mit seiner Herrlichkeit. Ja, dieser Geist Gottes, er ist Licht, er ist Leben für uns. Auch dieser Geist, der strahlt mit dem Vater durch den Sohn auf dem Berg der Verklärung. Lassen wir uns neu erfüllen von ihm, der die Kraft unseres Lebens ist, der uns mit Hoffnung, mit Zuversicht und Trost erfüllt in allen Schwierigkeiten und Bedrängnissen des Lebens. So können auch wir
bereitwillig dem Herrn nachfolgen auf dem Weg des Kreuzes, ja, dann wird das Kreuz für uns nicht Anstoß, nicht ein Gegenstand, der uns verwirrt, der uns in Zweifel und Angst stürzt, sondern dann wird das Kreuz Christi auch für uns ein Zeichen des Heils und der Rettung. Amen.